Ja, guten Tag, liebe Kollegen, begrüße Sie, begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und den Gästen vom VfB Oldenburg. Beide Trainer haben Platz genommen. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Dario Fossi, Ihre Analyse bitte. Ja, moin erstmal an alle und Glückwunsch zum Dreier. Ich glaube, wir waren heute nette Gäste, denn wie wir dieses Spiel gespielt haben und wie wir es aus der Hand gegeben haben, war sehr, sehr fahrlässig von uns. Wir kommen sehr, sehr gut ins Spiel, kommen über unsere linke Seite und dann fehlt uns so ein bisschen der Wille, diesen Ball auch mal reinzudrücken, reinzulaufen, den Fuß hinzuhalten, wenn du dich schon so toll herausspielst. Erste Halbzeit war es für mich noch ein Spiel auf Augenhöhe. Zweite Halbzeit haben wir es geschafft, Halle immer mehr vom Tor wegzuhalten. Und dann zeigt sich der Wille bei einem Standard. Reinfliegen, köpfen, Torwart hält. 8 Spieler von mir gucken zu. 1 Spieler von Halle läuft in den Ball rein und köpft ihn rein. Das ist dann der Wille, der da ist. Und deshalb verdient sich dann Halle auch die 3 Punkte. Ich bin totalst unzufrieden, weil wir heute alles hergeschenkt haben. Ich denke, wenn wir heute unsere Leistung abrufen, die wir in den letzten Wochen abgerufen haben, bin ich mir sicher, wären wir mit 3 Punkten nach Hause gekommen. Aber wir waren leider heute nicht da. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Analyse. Dann übergebe ich das Wort an André Meyer. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, große Erleichterung in der Mannschaft über den Sieg. Es war ja schon eine größere Herausforderung, heute die Vorbereitung auf das Spiel aufgrund der personellen Situation durch die Abwesenheit von Kreuzer und Niedfeld, was für uns ja dahingehend eine Veränderung auch von der Grundordnung und im Vergleich zu dem Spiel in Freiburg ja auch auf 4 Positionen mit 9 Spielern bestückt war. Das heißt, die Hauptaufgabe war es, heute erstmal als Mannschaft zu funktionieren, eine gute Organisation zu haben gegen den Ball, eine gute Kommunikation. Das war die Hauptaufgabe der Mannschaft. Ich denke, das haben sie in der ersten Halbzeit sehr gut gelöst. Sie hatten immer wieder die Situation, wo sie in die Zweikämpfe reinkommen, haben insgesamt auf letzter Linie auch gut verteidigt. Da kann man über den einen oder anderen zweiten Ball diskutieren oder dass wir die eine oder andere Großchance nicht besser zu Ende spielen. Aber die Mannschaft hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht. Wird uns jetzt sicherlich geholfen, wenn wir früher das Tor machen. Aber in der Summe eine gute erste Halbzeit für die Voraussetzungen. Zweite Halbzeit, oder wir haben in der Halbzeitpause auch gesprochen, wie wir das Spiel jetzt weiter angehen. Wir haben ein Problem gehabt, ob wir jetzt hoch attackieren, in welcher Zuordnung oder ob wir tiefer verteidigen. Wir haben den Jungs mit auf den Weg gegeben, dass sie es sehr einfach halten sollen und mit viel Vertrauen in den Nebenmann umsetzen sollen. Und ich denke, das hat man gesehen mit einer extrem hohen Laufbereitschaft, mit viel Intensität. Und wir haben das letztendlich als Kollektiv dann auch positiv bestreiten können. Das Tor von Seymour, ich glaube, das unterstreicht, ist für uns, glaube ich, jetzt so ein bisschen so Sinnbild für die aktuelle Zeit. Wir haben ja schon jetzt keine einfache oder rückblickend nicht so einfache Wochen jetzt gehabt, kein Erfolgserlebnis. Und das Tor von Seymour freut mich nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für die Mannschaft, weil das mit aller Konsequenz und mit allem, was man hat, letztendlich über die Linie gedrückt worden ist. Ich weiß noch, wie Seymour hier vorgestellt worden ist, als er von Köln verpflichtet worden ist. Da ist ein Fragezeichen, was wir mit dem Jungen hier wollen. Und in der Halbzeitpause hast du auch schon gemerkt, so müsste man ihn nicht eigentlich auswechseln. Ich glaube, dass das Wichtige für uns ist, Vertrauen in die Jungs reinzustecken. Und der Junge hat das einfach zurückgezahlt, mit dem er alles, was er hatte, in diesen Ball reingelegt hat. Und es hilft einfach der Mannschaft, der rundet so den Tag ab. Es ist sein Drittliga-Debüt von Anfang an. Und mich freut es für ihn und für die Mannschaft, dass auf jeden Verlass ist. Und wir haben es als Kollektiv heute gelöst. Sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber so ein Spiel gespielt, wie es sein muss in der Phase. Und wenn Zimmerschied sagt, er hat die Augen nicht mehr offen gehabt beim Kopfball, okay, dann ist es so ein Tag, wo man sich dann auch das Glück einfach erarbeitet hat. Mich freut's und hilft einfach der Mannschaft für die kommenden Aufgaben, dann auch mit einem anderen Selbstbewusstsein da wieder reinzugehen. Es wird ein anderes Spiel in München. Jetzt haben sie erstmal 2 Tage frei, weil die 3 Spiele in 7 Tagen, die waren jetzt schon
grenzwertig. Jetzt heißt es durchschnaufen, den Moment genießen und Montag dann wieder mit Blick auf das nächste Spiel sich vorzubereiten, auch wenn das sicherlich ein anderes wird. Euch eine gute Heimreise und alles Gute für die restliche Saison. Und würde mich zurückziehen. Danke, André Meyer. Soweit die Statements der Trainer. Gibt es Fragen? Dann bitte. Ja. Ja, Herr Meyer, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Die Umstellung haben Sie schon mal ein bisschen angesprochen, dass jetzt mit Viererkette gespielt wurde. Können Sie den Beweggrund nochmal erklären? Also kam das auch aus der Mannschaft? Sie kommunizieren ja viel mit der Mannschaft. Nein, gar nicht. Es sind zwei Faktoren oder drei Faktoren, die einfach dafür gesprochen haben. So einmal, wir hatten zwei Spieler nicht im Kader, die in Freiburg gespielt haben. Das zweite ist das Thema Belastung, weil gerade die Positionen, die bei uns außen sind, das heißt die Spieler Hug, Kreuzer, die haben extrem hohe Belastungen gegen den Ball und mit dem Ball, die sind extrem viel unterwegs. Es ist das dritte Spiel in 7 Tagen und der dritte Punkt ist der Gegner. So, wir wussten, dass sie mit 3 Stürmern spielen, mit 2 Breiten. So, und das kannst du in der Viererkette natürlich besser abdecken und hast dadurch den einen oder anderen Meter einfach weniger. Und deswegen haben wir uns heute dafür entschieden. Wir haben das mit den Jungs besprochen. Wir haben die Jungs in die Entscheidung mit eingebunden. Wir haben denen unsere Idee vorgestellt. Sie haben das mitgetragen und ich denke mit Bravour auch umgesetzt, auch wenn wir mit Simon Fünger sicherlich keinen klassischen Rechtsverteidiger heute hatten. Aber er hat sich in die Sache reingearbeitet und ja, das dann auch entsprechend erfolgreich umgesetzt. In der ersten Halbzeit hatte man eine Phase, da waren 2 Doppelchancen. Einmal war es Zimmerschi, dann glaube ich Gayret. Zweite Halbzeit dann war ein bisschen zerfahrener. Also war das jetzt auch so eine Kopfsache, dass es dann doch so einen Standard gebraucht hat, dass sich da die Fesseln lösen? Es war halt eher eine Kräftefrage, weil wir nicht mehr in die Situation gekommen sind, dass wir mit der entsprechenden Intensität gegen den Ball arbeiten. Wir haben uns zu weit hinten reinfallen lassen und sind gar nicht mehr in den Moment reingekommen, den Gegner zu stressen. Das haben wir in der ersten Halbzeit besser gemacht. Da waren dann auch viele technische Fehler beim Gegner zu sehen, wo wir in die Balleroberung reingekommen sind. Das hat man in der zweiten Halbzeit so nicht mehr. Man hat gesehen, mit dem Tor war dann einfach Energie freigesetzt, so wie es halt im Fußball ist. Fußball ist so einfach. Ein Erfolgserlebnis hilft dann einfach. Und so hast du eigentlich immer so die Angst, so boah, die Halbzeit läuft noch so lange und wenn jetzt ein Gegentor und so. Das ist dann halt einfach so psychologisch so ein Ding. Und da hat das Tor natürlich dann letztendlich geholfen, um dann die Intensität wieder auf den Platz zu kriegen, die wir dann auch gebraucht haben, um das Spiel zu Ende zu spielen. Und dann aufs Spiel, aufs Gesamte bezogen, wie viel kann der Sieg jetzt für die nächsten Spiele geben? Erstmal Erleichterung, haben Sie gesagt. Für die Mannschaft war es jetzt erstmal die Rückmeldung, dass wir drittligatauglich sind. Also wir haben das ja immer kommuniziert. Das Ergebnis spricht jetzt einfach Fakten. So, wir sind drittligatauglich. Das heißt, die Jungs werden dann mit neuem Mut und einfach mit dem Selbstbewusstsein ab Montag wieder auf dem Platz stehen, auch wenn man dieses Spiel jetzt nicht überbewertet. Ja, wir haben die Niederlagen nicht überbewertet und werden auch die Siege jetzt nicht überbewerten, weil es da genauso Themen gibt, die wir aufarbeiten müssen. So, aber das hilft natürlich. Ich glaube, dass es auch dem Verein hilft, generell Vertrauen in den Weg weiter zu investieren. Und genauso geht es auch um das Vertrauen von den Fans. Ich fand erstmal überragend, wenn du 3 Spiele zu Saisonbeginn hier nicht gewonnen hast und du hast trotzdem, guckst auf die Anzeigetafel und hast, glaube ich, 5.800 Zuschauer hier. Da gilt ein Dank an jeden, der heute hier war und uns positiv unterstützt hat. So, und den Weg wollen wir weitergehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt einfach 2 wichtige Faktoren. So, das ist Zeit und das ist Vertrauen. Das brauchen wir. Wir wollten alle den Umbruch, den gehen wir. Ich weiß, Zeit hast du im Fußball nicht so viel, aber wir brauchen nun mal Zeit. Wir müssen halt so schnell wie möglich lernen. Wir haben heute die ersten Dinge gut gemacht und Vertrauen, da geht es in handelnde Personen. Da meine ich jetzt nicht mich. So, man kann sich gerne auf mich einschießen, aber Vertrauen in die Spieler, weil das sind die Spieler, die heute auf dem Platz gestanden haben und die werden auch am 38. Spieltag auf dem Platz stehen. Und das ist mein Appell an alle. Viel Vertrauen in die Jungs und dann werden wir auch das zurückzahlen, was wir heute in Ansätzen schon gesehen haben. Dann letzte Frage von mir. Kapitän Niklas Landgraf hat gesagt, mit dreckigem Fußball kommt man in der dritten Liga auch weit. Sie haben auch vor dem Spiel gesagt, heute sind mal einfache Lösungen gefragt. Wie ist denn jetzt die Linie in den nächsten Spielen?
dreckig würde ich einfach mit Intensität beschreiben. Also dreckig heißt ja nicht, du bolst einfach 90 Minuten lang die Bälle irgendwo hin. Die Jungs haben heute in Ansätzen gute Situationen herausgespielt. Du musst ja trotzdem den Ball irgendwie von A nach B spielen, dafür brauchst du eine Idee. Aber es geht halt nicht, dass du dich verspielst und dann einen Pass nach dem anderen und am Strafraum dann Handball spielst und dann nicht zum Torabschluss kommst. Du musst halt dreckig einfach mal aufs Tor schießen. Die erste Situation, die du hast, musst du aufs Tor bringen. Und daran arbeiten wir, ohne unseren Weg des Fußballs zu verlassen. So, und das ist mit dreckig gemeint. Intensität, Zielstrebigkeit und nichts anderes. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Bedanke mich, wünsche den Gästen, wie schon der André, eine gute Heimreise. Schönes Restwochenende für euch. Er hat ja gerade erst begonnen. Bis dann. Tschüss.